jetzt seit 3 Monaten ungefähr hier. Mit vielen Freunden, die hier vorher waren, Positives gehört habe, die gesagt haben, das ist ein gutes Haus, wenn man in der Chirurgie was lernen möchte und nicht Lust hat, irgendwie den ganzen Tag nur im OP zu stehen. So. Und das hat sich vollkommen bestätigt. Ich kümmere mich um das PJ-Programm und bin auch der Ansprechpartner für alle PJ-Studenten. Ich habe lange Zeit in einer Universitätsklinik gearbeitet und ich freue mich, mit Studenten mich zu umgeben und die auszubilden. Ich bin jetzt im ersten Tertial meines PJs. Sehr wertvoll, dass man ja, auf der einen Seite wirklich viel machen darf, viel selbstständig arbeiten darf, zum anderen aber immer das Backup hat, dass jemand da ist, der einem hilft, der einen unterstützt. Die Seminare sind sehr gut und hilfreich, auch sowohl für die Prüfungsvorbereitung, aber auch für die spätere ärztliche Tätigkeit. Man lernt viel, nimmt viel mit, weil alles interaktiv ist. Wir bieten Innere Medizin, Chirurgie, Anästhesie und Gynäkologie als Fächer an. Man kann jederzeit jeden Arzt ansprechen, vom Assistenzarzt bis zum Chefarzt, haben immer alle ein offenes Ohr. Natürlich befreien sich die PJ-Studenten dann immer weiter, sodass sie dann praktisch zu einem Teammitglied schon werden, so wie die anderen Ärzte auch. Das ist auch unser Ziel. Am Ende des PJ-Tertials sollen die eigentlich hier zu uns dazugehören. Ich sage jederzeit, ich würde das wieder so machen, das ist ein super Tertial und man hat viel gelernt und genauso dieses positive Bild, dass man von allem was mitbekommt und freundlich empfangen wird und viel machen darf, hat sich halt bestätigt. Ich Chef, du PJ.